Hallo und herzlich willkommen zur Lesesendung am 1. Juli 2011. Ja, also wir haben nochmal das Folgendes, und zwar in einigen Bundesländern, also in Wien, Niederösterreich, in Burgenland, in den Bundesländern Österreich und in manchen deutschen Bundesländern auch, ich weiß nicht ganz genau in welchen. Da haben wir eben einmal, dass die Sommerferien haben begonnen. Mehrere Leute, mehrere Familien verreisen in Urlaub. Aber wohin vielleicht? Das werden wir vielleicht noch klären. Also wir lesen heute mal von Ernst Jandl ein paar Gedichte wieder mal. Das gefällt eigentlich jedem. Und auch von Imogen Edwards Jones und Anonymous, Air Babylon. Warum gerade Air Babylon? Wie soll ich sagen? Ich lese halt gerade das auch wieder in Englisch. Warum lesen Englisch? Ja, weil in Deutsch heißt die Übersetzung Banana Airlines. Ich denke mir, Banana Airlines klingt schon ein bisschen komisch. Das hat eigentlich Air Babylon mit Banana Airlines zu tun, weil Air Babylon, die englische Ausgabe ist im Original. Deswegen habe ich gedacht, ich werde es auch auf Englisch lesen. Naja. Aber wir beginnen einmal mit den Gedichten von Ernst Jandl, weil da haben sie erstmal ein bisschen was zum Lachen und dann lesen wir ein paar Kapitel aus dem Air Babylon. Zwar Calypso. Ich war's not yet in Brasilien. Nach Brasilien would ich like to go. Werde women are so under, so quite under, denn under wo? Ich war's not yet in Brasilien. Nach Brasilien would ich like to go. Als ich anderstehen, manke Langwitsch, will ich anderstehen, auch Langwitsch in Rio. Ich war's not yet in Brasilien, nach Brasilien would ich like to go. Wenn der senden me across the Meer, why me not senden wer, ich would like to go. Yes, der senden me across the Meer, wer, ich war's not yet, ich like to go sehr. Ich war's not yet in Brasilien, yes, nach Brasilien would ich like to go. Ja, dann weitere Gedichte, ein paar kleine. Ah ja. Niagara, Raffaele. Niagara, Raffaele. Und noch das letzte Gedicht, das ich heute noch vorlesen werde, eben vom Ernst Jandl, ist Amsterdam. Danach kommt schon zum Englischen. Amsterdam. Die Haus stiehlst du zu Mütze, an wäre kalten die Fagott. Den Türe schneidest vor Apothekerin, ob würde nassen das Flöte. Der Schwesterchen klappte die Löwe, schief zu Veilchen kleines Kuckuck. Ein Männer kittest in Bord, was Frosch vorn des Zifferblatt, Entschuldigung, was Frosch vorn des Zifferblatt zum poliertes Bini. Ans Abend salziges Fürst Polizist blättertest das Birne auf die Profilschmalz. Zu an Ob treffen Amsterdam die Vogel, das Turm des Frau sträubt es zum Sonne. Und jetzt noch eben das Air Babylon. Ja, und ich lese einfach immer die ursprünglich eben auch. Wie ursprünglich eigentlich auch die Lesung funktionieren sollte, lese ich mal ein paar Auszüge aus dem ersten Kapitel.
Having spent the past 10 years working for this airline, you'd have thought I'd have a better parking spot by now. Somewhere within the airport, at least, where I could park up in the short-term multi-story and walk across without getting bloody rained off. Rained on. But no. As duty manager, I'm one of the most senior employees my airline has working over here in the UK. And I'm in charge of all that goes on in the airport, and I'm still parking my car at the bloody north perimeter fence along with the other riffraff. And I've got the rubbish car. Well, everyone has a rubbish car if you compare them to the hardware baggage handlers and drive to work. It's like the forecourt of Jack Buckley out here. It's known as Jack Row. Although they aren't obviously all Jacks. I can see a couple of shiny Audis, a BMW, a Lexus and a brand new Merc glistening in the rain. Quite how baggage handlers manage to afford such glamorous transport on the wages is anyone's guess. But one thing's for sure, I won't be doing the asking. Ja, dann lebt noch ein anderes Kapitel vielleicht mal durch. As I approach gate 56C, flight 05 is already docking. Being one of the more shitty airlines here at the airport, we've been allocated to one of the more shitty gates. Airport gates are awarded to the basis money. Are awarded on the basis of money and cloud. The more the airline pays the BAA for landing rights at the airport, the more planes it has, and the longer it's been flying in and out of the airport, the better the gate. So a small time impoverished parvenu like us tends to get the gates at the far reaches of the terminal, far from the launch, where our passengers are more likely to get lost, go missing and not make their flights. It is also a nightmare for the wheelies or wheelchair users. Not only is it hard to find a bloody wheelchair in the airport these days, but to push them into this back of beyond gate is a job in itself. Fortunately, as far as I know, we've had no call for wheelchairs on this flight. Yeah. Naja, also, jetzt soll ich sagen, also die Geschichte handelt angeblich von einem kurzen Höhenflug am Flughafen, ja. Aber ich will euch nicht wirklich so davon abhalten, also wenn ihr lieber in Deutsch lesen wollt, könnt ihr euch das Banana Airlines auch kaufen, ja. Ich bin eigentlich nochmal nicht wirklich so ein Fan von der englischen Sprache, ja. Wie soll ich sagen, es kommt aber manchmal, mag ich schon so gerne Englisch zu reden, aber manchmal ist auch Sache, ja. Aber es ist halt gut, wenn ich wieder die englischen Bücher lese, weil immer habe ich kein Englisch mehr in der Schule und deswegen, ist auch gut, wenn man ein bisschen mit Büchern eben die Sprache pflegt und wenn man eben mit Leuten auf Facebook eben ein bisschen kontaktiert im Englisch. Also, das hat auch ein bisschen Vorteile. Gut. Und ich bedanke mich noch fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Sendung. Bis dahin, auf Wiedersehen.